Willkommen zu einer Solo-Runde Star Wars Squadrons mit mir, dem Story-Modus und beiden Seiten, die wir gleich begleiten werden auf ihren hellen und dunklen Pfaden. In diesem Sinne gehen wir direkt rein. Hier ist nämlich die Auswahl. Passe deinen Charakter an, da passe ich jetzt mal. Das brauchen wir nicht, sowas. Wir nehmen das einfach so, wie es uns gegeben wird. Wir nehmen auch Standard und nehmen den Standardflug. Ich bin bereit. Wir starten. Jetzt kommt ein Intro. Es geht ziemlich lang. Dann geht es aber endlich auch los. Dann hört ihr auch mich wieder. Und danach schalten wir auch dann und wann nochmal in verschiedene Missionen rein, die ich natürlich schon freigespielt habe. Das machen wir gleich. Wir sehen uns. Alderaan chose destruction. They incited rebellion and anarchy. And paid the price. The survivors continue to spread dissent. Find them. Do not rest until the destruction of Alderaan is complete. Vader's orders are clear. Are they? Yes. Wipe out all that remains of Alderaan. How? I understood the survivors were in hiding. Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster Haven. You are to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? Perfectly, Commodore Sloan. Dismissed. Days. Everything ready, Lieutenant Carroll. Squadron's on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's command. And you? No qualms hunting down refugees from a world we destroyed? During the Iskallon uprising, you taught me to ignore propaganda. They're traitors, not refugees, and will be dealt with accordingly. I've prepped our usual Sigma 9 loadout. No. Only standard ties today. Flying old school, sir. This might be a real challenge after all. You hear me, Teresa? But I don't think you understand me. I guess we'll find out. Follow my lead. And don't fire unless I give the order. The convoy is out there. We don't want to scare them off. Let's do this right. Another victory is at hand. Okay, damit sind wir am Anfang. Tut mir leid, wenn es hier ein bisschen hell ist. Ja, jetzt passt es sich wieder an. Wir haben neue Lichter und die sind ein bisschen, die sind zu grell und dadurch sieht es irgendwie total weird aus. Ich sehe richtig zombie-esk aus. Weil die einfach falsch eingestellt sind. Aber wir können damit leben. Ich bin ja auf der dunklen Seite der Macht. Da kann man Augenringe haben. Das wissen wir spätestens seit dem Imperator. Der hat das eingeführt. Platz 1 der Liste auf der bösen Seite. Man darf Augenringe haben. Ja, und jetzt grapsche ich mir meinen TIE Fighter. Ihr habt es eben schon mitgekriegt. Mein Commander ist... Man weiß noch nicht so genau, wofür er steht, auf welche Seite er steht. Pilot, Captain Javes sieht die Sachen eher so ein bisschen in der Mitte. Der sieht die Graubereiche, sagen wir es so. So, ich starte meine Systeme. Jetzt ist natürlich ein bisschen wie immer Tutorial und alles. Das ist aber für euch auch ganz gut, weil ihr dann die einzelnen Features nochmal genauer erklärt bekommt. Ich mache mal eine von den Lichtern aus. Vielleicht hier auch.
Let's get a clean launch. Lock onto my fighter. Entschuldigung. Nee, auch nicht besser. Okay, jetzt aber. Es ist ja nicht mehr. Es sind nicht mehr viele Lichter da, ne? Also gleich. So. Besser. Wir brauchen also offensichtlich nur ein Licht. Ich bin ein Einlichtmann. So, LT machen wir. Tippe LT an. Forward sensor, online and tracking. Now, throttle up and deploy out of the hangar. Throttle up. Das macht man in diesem Fall hier mit dem linken Analogstick. Und das fühlt sich auch ganz gut an. Es gibt allerdings schon so ein paar Eigenheiten, auf die gehen wir gleich noch ein. Na, ah, das ist schon toll, oder? Die Flotte hier zu sehen. Ganz egal, auf welcher Seite man steht, so eine Flotte, das hat einfach was Ehrfurchtgebietendes. Guckt euch mal das geile Ding an. Komm einmal so ganz nah vorbeischreddern. Ein bisschen auf den unteren Decks für Ärger sorgen. Certainly. Ja, man kann natürlich hier noch rollen, das ist auch nicht unwichtig. Beschleunigen, abbremsen mache ich jetzt gerade mal. Und dann wieder schneller. Man sieht es ja an diesen vorbeizischenden Sternen oder was soll das eigentlich sein? Lichter, Funken, Staub, Sternstaub. Oh, ist das toll, oder? You're right, sir. It is good to fly old school again. There's something very forthright about a TIE fighter. Die Dinger kennen wir alle, ne? Wie oft die abgeschossen wurden. Die Schüsseln. Kann man nochmal ganz genau sich angucken. Kann man nochmal genauer die Texturen so ein bisschen betrachten. Ja, das sieht anständig verranzt aus. Genauso will ich mein Star Wars. Nicht so glänzender Polierscheiß, als hätte das irgendwie jeder Captain am Wochenende ist den ganzen Tag nur am Einwachsen von seinem Raumschiff. Oh, ist das toll, oder? Schön. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, das kann man sich ja denken. Sobald man beschleunigt, ist man nicht mehr so schnell mit dem Wendekreis. Hat man einen höheren. I've known a few daredevils who found that out the hard way. TIE pilots push the limits. Sometimes the limits push back. Oh, nice. Woohoo. Einmal bitte spannend. Oh nein, das wird nix. Ja, vielleicht doch. The vigilance reports our Gozanti transport is ready. Helix Squadron, head to the Gozanti and dock for hyperspace jump. Ich kann jetzt noch nicht sozusagen die Geschwindigkeit einstellen oder meine Energie zwischen Triebwerken und anderem Kram hin und her verlagern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt hier, aber auch in anderen Spielen in dem Genre. Da kommen wir aber später zu. Jetzt erstmal ein bisschen Überlichtgeschwindigkeit. Squadron are docked and clear for hyperspace jump. Remember, Helix, we'll have support, but finding the refugee convoy is up to us. They won't escape the Empire twice. Oh! Schade, das wäre doch ein geiler Moment gewesen. Es gibt später diese Szenen, aber das wäre jetzt gut gewesen, um das mal ein bisschen länger noch zu erleben, diesen Hypersprung. Naja. Starhaven, probably the most isolated trading post in the sector. It's only a haven for thieves and pirates. If the refugees are hiding here, clearly they're not as innocent as they claim.
Das finde ich sehr schön, wie auf diese Propaganda eingegangen wird. Und ich glaube, sie hat die falsche Art von Propaganda genossen, nämlich die Propaganda natürlich der dunklen Seite. Und da sieht einfach alles anders aus. Da sind die anderen die Bösen. Jeder denkt in der Geschichte, er wäre der Held und der Gute. Auch die ganz, ganz Bösen. Carrier is moving into position. Blockade is forming up. Our rear guard is secure at least. Interesting. There's a lot of cargo traffic today. Then our convoy might be hiding among them. Agreed. Naja, so ein bisschen Drive-by-Scanning. Oh, ein bisschen angerumpelt. Empire! Vorsicht! Ich kann mit Alliance immer reparieren, weil ich einen Android dabei habe. Surely. Check your forward sensor. It will identify potential targets. Ja, im Grunde haben wir hier den Job des Imperiums, den man auch aus den Filmen kennt, immer am Überprüfen, am Suchen. In diesem Fall will Darth Vader gesalzene Erde und will, dass alle Alderaan-Überlebenden gnadenlos ausgerottet werden. Das ist schon ganz schön derbe, weil das sind wirklich zum Großteil ja nur noch arme Schweine und Flüchtlinge. Aber beim Imperium, da wird nicht lange gefackelt. Ein Schiff mehr oder weniger, eine Rasse mehr oder weniger, ein Volk mehr oder weniger, das fällt alles nicht so wirklich ins Gewicht, wenn man das in galaktischem Maßstab sieht. So, jetzt wird gescannt. Scanny. Na gut, ich bumse euch trotzdem mal kurz an. Damit ihr wisst, wer der Chef ist. Gut. I know. Das ist das wirklich das wichtigste Feature im Spiel, die Reparaturdruiden. Good. Check that ship next. Look, I'll pay anything. Just don't impound my ship. Und ich finde es ein bisschen schade, bevor ich scanne, kurz mal rumfliegen und ein Spiel nennen, was ich noch häufiger als Vergleich nennen werde, weil ich es einfach gerade eben erst gespielt habe. Wirklich, das Spiel vor Star Wars Squadron war Rebel Galaxy Outlaw, was ja dann doch schon auch ziemliche Star Trek und Star Wars und alle Stars, die es so gibt, Referenzen hat. Es hat eigentlich mehr was von, von Wing Commander natürlich und von, Gott, wie kann ich das vergessen? Ich habe es 100 Mal schon gesagt. Der Handelsvariante von Wing Commander und Strike Commander und all den Sachen. So. Und da hat man nämlich die Möglichkeit, sich irgendwann ein Reparaturset sozusagen zu kaufen, das dann im Laufe des Spiels, wenn man beschädigt wird, komm, ich flieg da mal durch, ganz cool. Yeah. Das dann immer wieder Dinge repariert. Und bis man dieses Set kaufen kann, ist es schon sehr knifflig, weil man doch eben nicht einfach irgendwas reparieren kann. Du musst aufpassen, ramme ich irgendwo gegen, wie baller ich jetzt und. Und das wird später, bevor man das Ding hat, wirklich relevant. Hier hat man von Anfang an diesen Druiden und das macht es in dem Sinne ein bisschen fast schon einfacher. Aber es passt natürlich sehr in die Star Wars Welt. Hier hat man den Druiden ja auch immer für diese Hypersprungberechnungen, weil das Schiff ja gar nicht könnte. Und es hat alles Erklärungen in der Lore natürlich von Star Wars. No sign, it's from Alderaan. Keep looking. Okay, machen wir. Noch nicht. Ah, das ist er! So. Und jetzt bräuchte ich nämlich eigentlich meine Geschwindigkeit. Ich glaube, dass das jetzt auch kommt. Da sehen wir es. Und jetzt kann ich nämlich das... Seht ihr? Achtung, ich tippe jetzt auf Geschwindigkeit alles sozusagen. Sodass ich schneller bei ihm bin. Das wurde mir zwar nicht gesagt, aber... Und jetzt... Ah, da habe ich beinahe was ganz Gemeines gemacht. Wenn man nämlich hinten ans Triebwerk kommt, Achtung, ich mache es mal, um es zu demonstrieren. Seht ihr? Die verletzen einen ganz schön. Und das finde ich super, weil das so ein Triebwerk ist ja unglaublich viel. Unglaublich viel Hitze. Und das ist ja schon ein enormer Schaden, den man dann nimmt. Und in den meisten Spielen kann man immer ganz nah an die Triebwerke ran. Mittlerweile, klar, es zerstört hier in dem Fall jetzt auch meine Scheiben. Und das lässt sich auch nicht mehr reparieren. Das hatten wir auch bei Rebel Outlaw Galaxy. Ja, komm, dann baller ich den halt kurz mal kaputt.
sir. Just smuggled weapons and a cargo of... Aha! Let the fleet handle those smugglers. We should get to the station. Ah, soll ich dann nicht nochmal reinballern? Einmal so quer rüber? Na gut, okay. Ich hätt's gemacht. Hey, ich arbeite für das Imperium. Das ist nun mal einfach mein Brot und Wasser. Laser und Explosionen. You have no right. Captain, the station's defenses just activated. Helix Squadron, destroy those turrets. We can't search. Na gut, dann gib mir eins. Ich drücke A. Hier sind die Turrets. Eins ist schon weg. So, ich habe währenddessen meine Energie, wie ihr seht, habe ich doch gerade wieder schon zurückgeleitet. Ich will aber, na gut, komm, ich mach's jetzt mal. Sie wollen es mir ja zeigen, indem ich nach oben drücke, alles auf die Laser. Jetzt habe ich natürlich weniger Geschwindigkeit, ist in diesem Fall aber auch nicht so wichtig. Aber später sind das natürlich verschiedene strategische Erwägungen, die ihr in euren Kampf mit einbeziehen solltet. Wie greife ich an? Gerade Großkampfschiffe mit vielen Lasern ist sehr, sehr schwierig, da ranzukommen. Da muss man fast schon zusammen mit anderen auch planen, wie man, welche Seite man am besten angreift und wer die Geschütze erledigt und. Hier ist es natürlich jetzt auch alles noch Tutorial-Modus und dadurch nicht wirklich schwer. Ich habe ja auch viele Buddies dabei. Diese Geschütze schützen aber mal vor gar nichts, würde ich sagen. Die kriegen die volle Ladung ab. Wo sind sie? Da noch ein paar. Man kann übrigens, ich kann auch mal kurz zweimal den Stick, kann ich das hier überhaupt? Ja, zweimal den Stick reindrücken, dann kann man sich auch umgucken. Sollte ich natürlich jetzt nicht unbedingt hier machen. Aber es ist immer ganz schön, sich das Schiff nochmal genauer anzugucken und vielleicht, wenn man schon so einen Drive-By-Flug macht, einfach auch mal kurz zu gucken, was eigentlich so hinten abgeht. Oh, das ist ein kleines Fenster. Ja, ja, Achtung, ich muss hier aber erstmal cool um die Säule fliegen. So, jetzt, wo sind die Gegner? Endlich mal richtige Gegner. Und es hat natürlich diesen typischen Effekt, dass man, je nachdem, auf welcher Seite man ist, das Gefühl hat, die anderen sind eigentlich nur Fallobst. Weil die schon ziemlich, guckt euch an, guckt euch mal an, ich flieg mal hin, ich zeige euch mal, was ich meine. Das ist natürlich auch das Tutorial, aber so richtig smart fliegen die eigentlich nie. Man könnte jetzt endlos hinterher fliegen, ab und zu kriegt man mal von hinten geschossen, aber die Gegner sind jetzt, zumindest in meiner Einstellung, wirklich nur Standard. Also da hält sich alles auch an den Schwierigkeitsgrad sozusagen, den man eingestellt hat. So, jetzt habe ich aber genug mir alles angeguckt und demonstriert. Jetzt wird mal ein bisschen geballert. Was man hier nicht hat, ja, wissen wir, feindliche Schilde. Könnt ihr unten euch mal auf dem Radar genauer angucken, da wird es immer angezeigt. Eine Sache, die man hier nicht hat, die ich sehr mag aus eigentlich allen Spielen, die versuchen über das Schießen hinaus ein bisschen Spannung zu bieten. Die haben dann oft diesen Vorhalte, dieses Vorhalte, so ein Vorhaltevisier, so ein Kreis auf dem HUD, der quasi zeigt, hier fliegt das Ziel gleich hin und hier kannst du es bestenfalls treffen, wenn du jetzt schon hinschießt. Kann man auch diskutieren, ob das bei Lasern überhaupt sinnig ist, aber die bewegen sich ja relativ langsam hier, also ist es okay. Ich fände es schöner, wenn man so manche Waffen das hätten. Aber ich glaube, in der Star Wars Welt gibt es das einfach nicht. Da muss man manuell vorhalten. Und das macht auch viel von dem, es stimmt tatsächlich, es macht viel von diesem Gefühl aus, was man aus den Filmen kennt. Dieses, dieses schnell aufeinander zufliegen, hinterherfliegen und dann ein paar Salven rausballern, die gehen dann meistens daneben. Also nicht in euren Fallen, aber in meinem Fall. So, nachladen muss ich. Den hier wird es wahrscheinlich jetzt erwischen, oder? Enemy fighter following me. Scratch. Ja, das war's. Enemy is down. That's half the rebel scum destroyed. Enemy is down.
Dann schnappe ich mir lieber den. Der ist eh schon so um die Ecke. Da. Man kann übrigens auch sehr individuell umstellen. Zum Beispiel, ich glaube, das ist ganz gut, um das Star Wars-Gefühl zu bekommen. Man kann einstellen, dass die Zielerfassung so funktioniert, dass das, worauf man zielt, schießt, automatisch dann als Ziel für die Raketen zum Beispiel wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich ganz cool. Weil, wie ihr seht, meistens fliegt man so ein bisschen rum, findet irgendwie ein Squadron aus 3, 4 Gegnern und dann ballert man da irgendwie rein. Und das funktioniert ganz gut, finde ich. Auch weil man so das eine anvisieren kann zum Beispiel. Den einen kannst du anvisieren, auf den anderen ballerst du mit dem Laser. Und so kannst du quasi mehrere Feinde auf einmal bekämpfen. Ah, es ist einfach wunderschön, wie die abstürzen und abschmieren jedes Mal. So, es scheint nur noch einer übrig. Ich glaube, die Reichweite reicht noch gar nicht. Da muss man eigentlich auch immer drauf achten, natürlich. Yay! Ich bin der Geilste! Das war toll. Fiesen, schmierigen Drecksrebellen. Was wollt ihr? Freiheit? Ihr könnt die Freiheit doch gar nicht vertragen. Ups, was geht denn hier ab? Oh oh, ja, das war's. Das soll aber so sein. Captain James! Er ist ein Betrüger. Er ist ein Betrüger! Wannabe Jedi oder was? Was geht denn hier bei den Rebellen? Ist auch nicht geiler. I didn't sign up to hurt innocent refugees. And if protecting them makes me a rebel, then so be it. And so be it. Damn it. Pilot, see if you can bypass his shutdown. Ich halte eine beliebige Taste. No, not right. Catch up with that traitor. Lieutenant Carroll to the Vigilance. Captain Javes is aiding the rebellion. Send immediate assistance. Ja, ja, mach ich doch schon. Hab ich doch schon gemacht. It wouldn't come to this. Missiles, watch out! Das ist natürlich Peak Star Wars, durch irgendwelche Röhren, Konstrukte fliegen, überall wachsen mehr oder weniger vom Rand her die Hindernisse ins Sichtfeld. Alles ist immer irgendwie knapp und kurz und ständig gehen Türen zu. Das ist... Ah! Nein! Shit! Das ist mir noch gar nicht passiert. Bin ich noch nie eigentlich... Also ich hab's ja nur einmal gemacht, aber da bin ich nicht irgendwo gegengeflogen. Aber das ist halt echt auch geil. Ihr kennt das ja, ne? So muss es sein. Türen müssen sich ganz knapp schließen. Oh oh. Missiles, watch out. Familien. Nein! Er lässt mich diese Zivilisten nicht erschießen! Das ist aber auch kein guter, der ist bei den Bösen auch nicht gut aufgehoben.
Und jetzt gehen wir auf die andere Seite, denn da ist es natürlich auch wieder, da gibt es andere Motivationen. Ne? Da hat jeder irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge. Dieselbe Sicht wäre ja auch langweilig. Also ich finde das sehr schön, beide Perspektiven eben regelmäßig im Abklang, im Gleichklang zu sehen sozusagen. Understood, sir. Echo, prepare for systems check. Coming back around, squadron. On me. Na, es ist ja ein Sanitätsschiff. Ich bin mir sicher, ein bisschen anrempeln ist da nicht das große Problem. Ach, es ist toll, oder? In so einem X-Wing zu sitzen. Ich muss das unbedingt mal in VR spielen. Ich muss unbedingt wissen, wie sich das anfühlt, wenn man sich im Cockpit auch noch so, wenn man die Feinde mit den Augen verfolgen kann. Ich halte das für eine der ganz großen Genres für VR. Alles, wo man in einem Cockpit sitzt. So, jetzt ist auch noch, seht ihr hier im Vergleich zu eben noch eine Farbe dazugekommen. Wir haben jetzt also Geschwindigkeit, Schild und Waffen. Weapons look good. They'll look better when we're shooting down ties. Double check shields. Right. We might need to hold out a while. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe das immer so verstanden, dass X-Wings stärker sind als TIE Fighter, auch weil sie als einzige ein Schild haben in der Größe des Schiffes. Also normalerweise haben, glaube ich, solche kleinen Schiffe eben keinen Schildgenerator. Ich bin mir nicht sicher, ich erinnere das gerade so vage aus der Lore oder Lore. Mal gucken, ob das stimmt. Hier sieht es auf jeden Fall so aus. Echo 3, matching formation. Echo 2, standing by. Echo 5, standing by. On your way. Ah, es ist einfach toll. Geronimo! Woohoo! Ich gehe zum Zirkus! Space Zirkus! Ach so, Nachschub. Ja, mache ich gerne. Das ist ein wichtiges Thema im Multiplayer, weil man nur im Multiplayer. Also, das gibt es hier natürlich auch im Singleplayer, aber das ist schon, glaube ich, wichtiger für den Multiplayer. Da kann man unter den eigenen Schiffen. Ach nee, das ist eine andere Form von. Ja, okay, obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist das Sanitätsschiff und darunter ist dann auch in diesem Fall die Reparatur, das Reparatursymbol. Aber im Multiplayer gibt es Schiffe, unter denen man sich quasi bewegen muss und dann erhält man quasi Energie oder eben auch Raketen zurück. Und das sind aber eigentlich nicht diese Korvetts, das sind diese Sanitätsschiffe. Also, für mich sind die Sanitätsschiffe, aber ich weiß nicht, was die wirklich sind. Diese hier. Ja. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, für mich sind das Sanitätsschiffe, weil man... Ja. Weil man, genau, weil man die in, ich glaube ja, im fünften Teil sieht man die ja, wo Luke seine Hand bekommt, ist das ja auf einem dieser Schiffe und irgendwie, man zoomt da raus von quasi von dem Krankenzimmer, Lukes Krankenzimmer raus ins All und deswegen ist das für mich ein Sanitätsschiff. Aber gleichzeitig ist es eben auch das Schiff, was hier den Nachschub bringt. Also nehme ich mal an, es ist in so einer Form ein Nachschubschiff. Und schon sind wir im Hyperspace. Und schon sind wir auch wieder zurück aus dem Hyperspace. Was hier jetzt gleich passiert, das wird mega spannend und ist ein Großteil auch ein bisschen der Geschichte, die sich jetzt durch die folgenden Missionen, durch die kleine Mini-Story, die wir gleich erleben, ziehen wird. Ich werde nach der Werbung, wir machen ganz kurz ein Päuschen, nach der Werbung werde ich dann sowohl diese Mission noch schnell fertig spielen, als auch nochmal in vielleicht eine spätere Mission springen. Da habe ich einige freigespielt. Natürlich spoilerfrei, großartig, so viel passiert jetzt auch nicht. Werden wir uns schon angucken können, wird, glaube ich, ganz gut werden. Und vorher gibt es kurz Werbung, dann sind wir wieder hier bei Let's Play und Star Wars Squadrons, dem Singleplayer-Modus. Bis dann. Da sind wir zurück
Mit, nee, was war, nein, okay, komm, eigentlich sollten hier die Produktplatzierung und alles, aber wisst ihr auch so. Da sind wir zurück bei Star Wars Squadrons, dem Singleplayer-Modus. Ich habe eben eine Mission schon auf Seiten der vermeintlich Bösen gespielt. Das sagen die anderen, das ist eigentlich Rufmord, wenn man mal ehrlich ist. Da zerstörst du ein oder zwei Planeten und schon giltst du als böse. Naja, und damit man eben diese Diskrepanz zwischen Weiß und Schwarz besser versteht, gehen wir hier in die Graubereiche rein, denke ich zumindest. Denn wir haben Leute im Team, die eben auch nicht so ganz einverstanden sind, zum Beispiel mit dem Thema, dem Thema der, ja, der Alleinherrschaft, würde ich jetzt mal sagen. Denn wir mussten von Alderaan geflüchtete Flüchtlinge jetzt gerade aufsuchen und einer unserer Captains hat da keinen Bock drauf gehabt. Der hat gesagt, nein, ich schließe mich vielleicht jetzt nicht der anderen Seite an, aber eurer möchte ich auch nicht mehr Hallo sagen. Und dann ist er abgehauen mit besagten Flüchtlingen. Wir hinterher haben ihn aber nicht gekriegt. Jetzt sind wir als ein Teil eines X-Wing-Squads, also genau die andere Seite, sind wir in einer Schlacht. Und da treffen wir jetzt auf einen großen Star Destroyer. Und was wir mit dem machen, das wird nämlich sehr interessant, das sehen wir jetzt hier in der nächsten halben Stunde oder so. Ja, aber der Konvoi ist weit über da. Mit den bad guys zwischen uns und ihnen. Echo Squadron, transfer all power to engines. Head below the Star Destroyer and wait for my signal. It's risky, but flying fast and close to the Star Destroyer's hull should get us to the other side safely. Steady. Hold. Now, fire all boost thrusters. Echo 5, wait, you two. Damn it, 5. Ach, ich bin das! Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich unten lang fliege. Wie weit man hier in diesem Level sein eigenes Game machen kann. Was man nämlich eigentlich machen muss, ist eben warten, weil es ja noch das Tutorial ist, und den eigenen Turbo ausprobieren, den jeder X-Wing hat. Deswegen habe ich eben gerade umgestellt. Jetzt seht ihr unten links, wurde ja eben auch schon gezeigt, wie der Boost sich auflädt. Und dann kommen wir quasi genauso diese Strecke, die wir da brauchen, kommen wir durch. Na, so viel anders war es jetzt auch noch. Ich bin ein bisschen tiefer geflogen, habe ein bisschen früher angefangen. Aber das ist es dann eben oft. 5 hat es trotzdem erwischt. Der hatte nie eine Chance. So, jetzt muss ich wieder warten. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Turbo-Action. Und Turbo! Echo Squadron, move in and give them cover. I'm glad someone heard my distress call. I couldn't hold off those ties any longer. Who are you? A defector? If you'll take me, call me Lyndon. I'll explain later. Pilot, help me push these fighters back. Echo 4, leave that quasar for now. Focus on ties. Das ist jetzt natürlich sehr interessant, weil man plötzlich die andere Sicht einnimmt und auf dieselben Gegner trifft, die man eben noch als Freunde neben sich hatte. Ah, der ist mir aber auch wunderbar vor die Front gerade, vor die Flinte geflogen. Was ist hier noch? Was mit euch? Dich hole ich mir. Ah, da konnte leider die Rakete nicht mehr anlocken. Mann, das ist aber teilweise auch... Okay, komm, jetzt gehe ich erstmal hier hin. So, jetzt habe ich den schon abgeschossen, wechsle aber schon zum nächsten. Muss man natürlich manchmal machen, um einfach ein bisschen... Na komm, was geht denn mit dir, mein Freund? Aber den müsste ich jetzt auch noch kriegen. Was war denn? Wo hat denn meine Rakete? Hat gar nicht eingeschlagen. Ja gut, sie können natürlich auch Abfangmanöver für die Raketen initiieren und so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Thanks.
Nein. Ich hätte schon manchmal gerne, hätte ich gerne so einen Flightstick. Weil es dann doch mit dem kleinen Controllerchen sich manchmal ein bisschen zu schwammig anfühlt. Das kann aber auch natürlich am Spiel auch liegen. Aber es kann auch dem Controller geschuldet sein. Ist einfach nicht dasselbe. Aber dass wir hier kein X-Wing versus TIE Fighter haben, ist ja klar. Es ist ein Arcade-Shooter, der so ein bisschen simuliert, als wäre es mehr als das. Aber ich muss sagen, bisher macht es das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie viel Unterhaltung im Multiplayer jetzt wirklich wartet. Das werde ich ja heute Abend erst erfahren. Ja, was ist los? Jetzt müssen wir doch eigentlich bald alle haben. Ihr seht es ja an dem Progress-Balken, viel ist nicht mehr. Na komm. Bam! Wer ist noch da? Ah, da war noch einer. Ich bin natürlich nicht so wendig wie die TIE Fighter. Das ist natürlich der Vorteil der TIE Fighter, bei Beschuss sehr schnell abhauen zu können. Aber Raketen kannst du halt nun mal nicht entkommen. Ich finde es auch sehr schön, wie bunt es hier ist. Das kennt man so normalerweise gar nicht aus dem Star Wars-Universum. Aber eigentlich ist das Universum bunt. Ah, was wird hier geballert? Oh. Squadron, there's a quasar bearing down on the convoy. And filled with reinforcements. Take the TIEs down. Ja, okay, die TIEs kann man schon noch runterkriegen. Bei den größeren wäre es schon ganz schön schwierig, muss ich sagen. Ja, das sind die Momente, wo man Bock hat. Wo es dann plötzlich mal ganz gut funktioniert, man irgendwie mehrere erwischt, dann fühlt man sich wie im Film, wo die Dinger ja wie die Fliegen fallen. Und das ist ja eigentlich das Feeling, was man so auch braucht. Damit es sich authentisch anfühlt. Sehr, sehr viel Kanonenfutter. Der war da einfach, der kam aus dem Nichts. So, schnell mal Ziel wechseln. Ah, das war schon wieder. Geht manchmal doch schnell. Ah, ich habe gar keine mehr. Okay. Na, was geht da? Warum hat er plötzlich abgebremst? Aber das ist so ein bisschen auch, was meine Kritikpunkte sind am Spiel. Es gibt bei den Gegnern häufig, also sag ich mal, ein bisschen, es sieht seltsam aus, wie sie sich verhalten. Manchmal fliegen sie ganz schnell auf ein Großschiff zu, bremsen dann ganz schnell ab und stehen dann erstmal eine Weile vor diesem Schiff, was ja vielleicht aus deren Sicht ganz gut ist zum Zielen, aber einem auch viel von diesem natürlichen Verhalten eines Raumschiffes, finde ich, nimmt. Plus, man kann sie dann halt einfach so wegpflücken und fragt sich dann schon, war das jetzt nicht doch zu einfach? Ja! Ja, wundervoll. Imperial fleet operates. I can tell they're prepping their capital ships for an attack right now. We need backup. All right, I'll send you the rest of Echo Squadron with everything they've got. Heading towards a Star Destroyer. Again. Facing its turrets this time. It's okay, our fleet's coming. Well, now... Ah, da kommt sie. Fleet is now... Das sieht toll aus, oder? Das will man doch auch sehen. Keep the convoy safe while the flagship engages the vigilance.
Leave it to us. Wait. The Empire's sending in a raider to intercept the convoy. We have to take that raider down. Pilot, with me. Almost in range. Get ready. Good. Their shields are weakening. Keep the raider focused on us, not the convoy. Starting another attack run. So, genau, das mache ich jetzt auch, einen Attack Run starten. Das lief, finde ich, ganz gut. Man muss eben immer hin und her schalten zwischen den verschiedenen. So. Und dann sieht man ja eben unten auch immer die Anzeige, wie viel Schild noch da ist und alles. Das war jetzt natürlich relativ einfach, weil wir ja auch Hilfe bekommen haben. Ja, okay, gut. It's gone. Refugee convoy. We're out of time. We've got to get you out of here. Refugee convoy to Rebel Alliance. We're ready for lightspeed jump. Wait. The Star Destroyer will be watching all possible vectors. They can still find you. Pilot, it's risky. But if we can destroy the targeting system on the Vigilance, we might throw them off the convoy's trail. Wait. You two are attacking the Star Destroyer? Okay. Keep those shields down. Strike here. We can take down the Vigilance's targeting. We're getting there. Keep firing. Keep moving. Ja. Oh, schnell weg. Das war sehr risky. Das war nicht smart. Aber es hat funktioniert. Ich glaube, man hätte so ein... Was? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, man hätte so ein oder zwei Runs machen müssen. Aber das war auch sehr... Das war sehr dumm und sehr risky. Aber wir machen an dieser Stelle mal ganz kurz Schluss, weil ich wollte euch ja eh, ich wollte ja eigentlich hier, ach genau, muss ich so raus. Ich wollte euch ja noch ein bisschen was von späteren Missionen zeigen. Das ist natürlich schwer, wenn man so reingesaugt wird, aber jetzt haben wir die wichtigen Parts auf jeden Fall gesehen. Die beiden haben sich quasi getroffen, die beiden Seiten, und wir haben beide Missionen mal gespielt. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz in der Story, kann ich denn gar nicht, oh nee, kann ich jetzt hier nicht aussuchen oder was? Das ist ja krass. Da ist das neu, ne? Da habe ich jetzt meinen alten Spielstand einfach verloren. Ist das wirklich so? Das ist ja krass. Das ist ja irgendwie komisch. Aber gut, vielleicht habe ich hier noch was unter Anpassung. Ne, ich nehme an, dass ich da nur meinen Charakter tunen kann. Ne, das will ich nicht. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass man in der Story dann auch seine freigespielten Missionen verliert, wenn ich mal ehrlich bin. Ist das sicher, dass das hier irgendwo... Na gut. Okay, gut, dann ist das halt so. Ich muss gerade noch mal gucken. Mission neu starten, Mission fortsetzen. Kann ich auch irgendwie... Nee, ich kann einfach nur neu starten oder diese Story fortsetzen. Na gut. Es tut mir leid, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe ja bisher schon vorgespielt. Das heißt jetzt, ich kann zum einen meinen eigenen Spielstand vergessen. Na, vielen Dank. Warum kann ich kein zweites Profil anlegen? Ah, gut. Und zum anderen... Ja, kann ich euch natürlich jetzt nicht die späteren Missionen zeigen. Ich kann euch aber sagen, dass wir noch mit diesem Traitor sozusagen und natürlich auch mit dem Sternzerstörer, den wir hier gerade schon ein bisschen bearbeitet haben, werden wir noch eine Menge Spaß haben. Und der Sternzerstörer ist generell auch ein wichtiger Baustein der Story, die sich natürlich wieder um Superwaffen richtet. Das ist ja auch wirklich ein altes Star Wars Trope, was auch hier wieder bedient wird. Ebenso wie das hier. Wollen wir haben, wollen wir sehen. Komm, gib es mir. Ah! Ach, es ist immer zu kurz. Da haben sie echt, finde ich, eine gute Chance verpasst, mir dieses Einsaugen irgendwie noch zu gönnen. Naja, ist nicht schlimm, dass wir jetzt hier den Safe Game nicht mehr haben, denn ich habe eh nur noch so ein paar Minuten. Gleich muss ich nämlich zu Beatstag. Und wir geben euch jetzt noch mal kurz, nicht mich, sondern das Spiel. In order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end.
make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Comms. You're the third patrol reporting comm blackouts. Head on back, Gunny. The commander will want a full report. Lousy comms. Chasing our tails for hours, and now we're late to meet the new boss. Well, do you want to race home, Frisk? We might make it before his speech ends. K.O., I ain't racing you. I learned my lesson the first 12 times. Ash, the speech is starting. I'm not one for speeches, so I'll just say I'm honored to assume command of the Temperance in this fleet. Vanguard Squadron's reputation for bravery and integrity is unrivaled, which is why, effective immediately, we have been reassigned to an initiative codenamed Project Starhawk. Starhawk? Then those rumors about a secret project are true. What do you think it is, huh? Some kind of weapon? The key to victory. If it helps end the war, who cares? I care. I like to know who I'm working for. The good guys, Frisk, remember? The only people in the galaxy who don't have a death mark on you? Ah, Grace, the day ain't over yet. Come on, back to the Temperance. We can meet the new boss, and anyone else he's bringing along. Und damit sind wir bei einem der großen Features auch des Spiels, nämlich, dass man überall Buddies hat, dass man ein Squadron hat, also Leute, die mit einem fliegen. And this here's the Temperance, my pride and joy. I imagine you're excited to join the action. Ja, Flügelmänner und Frauen und in dem Fall auch natürlich Mechaniker. You go ahead, I'll meet you in there. Welcome to Vanguard Squadron. I'm Kyra Kuva. You can call me Gunny. Happy to have you on the team. Let's talk after the briefing, yeah? You're joining one of the best outfits in the New Republic. Hope you can live up to it. Anyway, follow them into the briefing room. I think our new commander's waiting for you in there. Ja, dann hör doch auf zu quatschen! So, dann gehe ich jetzt mal in den Besprechungsraum. Ah? You've arrived. Ist das Akbar? Nein, oder? Meet our new Vanguard 5. Ardo ist es. Oh, the one who saved your skin at Foster Haven. Ardo Baradai, Fleet Intelligence, a pleasure. I heard they rewarded you with a posting to Chandrila. A real honor. Very safe. But a good pilot shouldn't just gather dust. I needed people I can trust. And I figured you'd want to get back into the action. Huh. There's no shortage of that around here. Right. Let's get you briefed. Welcome back to the front line, Vanguard 5. Ja, ich frage mich gerade, diese Alderaan-Flüchtlinge am Anfang, haben die nicht Alderaan komplett zerstört? Was genau soll denn da noch flüchten? Also da kannst du doch eigentlich nur Felsbrocken festnehmen. Aber gut, wahrscheinlich sind die vorher geflüchtet. Die haben gesehen, oh Laser, ganz schnell noch ab in den Jet. Aber ist ja egal. Fand ich nur gerade, habe ich gerade drüber nachgedacht, ist ein bisschen Banane. So. Das sind also jetzt meine neuen Freunde. Da ist aber auch alles dabei. Alles und jeder. Wundervoll. Ich freue mich, so will ich das haben. As you've no doubt experienced, the Empire is jamming communications across the sector. I fear these blackouts could be a prelude to invasion. Vanguard Squadron, I need you to split up to solve this. Frisk and Grace, bring our new pilot to the Brentall System's borders. The scouts we sent to investigate haven't reported in. Find out what happened to them. Then regroup with your squadron near the planet Kavis. Gunny and Keo, that's where you're headed. If I were still an Imperial, well, I'd send jamming ships there. Knowing the Empire, I expect they're using these jamming vessels to disrupt our long-range comms.
They'll have TIE squadrons in tow. Destroy all Imperial squadrons and jammers. Communications must be restored for Project Starhawk's future. When you've succeeded, regroup and return to the Temperance. Let's see how you do, Vanguard Squadron. Okay, jetzt kann ich hier mit allen labern. Ich mach das mal kurz, damit ihr seht. Es dauert aber dann doch relativ lang. Ich brech's mal ab. Und das ist ganz okay. Also ich finde es gut, dass es drin ist. Ich finde es schön, weil man eben sein Team kennenlernen muss, weil man sich mit denen anfreunden muss. Du musst dann eben auch viel über die lernen. Nur dann kannst du mit denen auch wirklich connecten. Allerdings sind die alle irgendwie scheiße langweilig. Die sind alle irgendwie okay. Keiner davon ist in irgendeiner Hinsicht jetzt besonders herausragend. Es gibt weder sympathische noch unsympathische Charaktere. Zumindest fand ich das so. Klar gibt es den einen oder anderen Charakter, wo man sagt, der ist jetzt aber ganz schön edgy. Aber ich finde, im Großen und Ganzen halten die sich da noch viel zu sehr zurück. Einfach mit Charakteren, die einfach mehr hergeben als die Standardphrasen irgendwie. Das sind immer dieselben Standarddiskussionen. Das ist irgendwie selten was wirklich Geiles. Etwas, wo der Charakter aufgebaut wird, oder wo Worldbuilding betrieben wird. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt auch alles nicht so schlimm. Man kennt die Welt ja und man weiß auch, welche Menschen da, auf welchen, welche Alienrassen oder was auch immer, auf welchen Seiten kämpfen. Das ist nicht das Problem. Es ist so, bei diesem Spiel habe ich einmal die Chance gehabt, einen dieser Droiden zu bequatschen. Und dann macht der nicht viel aus. Und dann später hatte ich ihn irgendwann nochmal die Chance, mit ihm zu quatschen. Und dann dachte ich mir, mit dem quatscht er aber gleich noch. Bin in den Raum gegangen und zurück und dann ging das nicht mehr. Und da hat mich das trauriger gemacht, als jedes Gespräch mit den ganzen anderen Duseln da. Das ist mir egal, ob ich mit denen quatsche oder nicht. Aber dass ich mit diesem Druiden plötzlich nicht mehr reden konnte, das hat mich nachhaltig erschüttert. Und das sagt eigentlich viel aus über die Pappkameraden, mit denen ich hier meinen Dienst tue. Die sind einfach nicht so spannend. Das kann man auch mal sagen, ihr seid einfach langweilig. Ihr seid hier Laserfutter. Ja. Auch für dich habe ich leider einfach keine Zeit, Madame. Denn wir wollen noch mal was sehen und ich habe vielleicht nur noch so 10 Minuten. Jetzt muss ich aber scheinbar, weil die Story es verlangt, einmal mit allen quatschen. Ich will nicht, dass das so wirkt, als ob mir das nicht gefällt. Ich finde sowas immer toll. Ich mochte das in Wing Commander. Ich finde es richtig gut in Rebel Galaxy Outlaw oder Outlaw Rebel Galaxy. Ich vergesse immer, welche Reihenfolge. Jedenfalls möchte man ja mit den Leuten interagieren. Man möchte ein Gefühl bekommen, wie diese Menschen in dieser Welt oder die Rebellen in dem Fall, wie die Rebellen in dieser Welt überleben und leben vor allen Dingen, was so ihr Alltag ist. Und davon kriegt man zu wenig mit. Also ich würde gerne mal sehen, dass die von irgendeiner alten Holo-Serie erzählen oder dass der eine beim Todes, Death Sticks rauchen erwischt wird oder so. Ich weiß es nicht. Du willst mir keinen Todesstick verkaufen. Irgendwas, wo man sagt, hahaha, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, finde ich. Es reicht jetzt. Ich habe doch jetzt wirklich genug zu den Schiffen erklärt. So. Nee, ich will fliegen. Was man hier machen muss, bis man endlich mal in seinem Schiff sitzt. Und das ist geil, ey. Alle Knöpfe, alles bedeutet was. Man kann sich eben in VR umgucken. Man kann anhand der Instrumente alles ablesen, was man braucht. Es ist toll, wirklich. Es fühlt sich richtig an. I'm loading in your astromech droid now. Keep an eye on it. Da haben sie sich nicht getraut, ihn auch blau zu machen. Hau noch mal ein bisschen grün oben rein. So. Komm noch mal ganz schnell. Ich möchte einmal noch in diesen Nebel reinfliegen. Working like a dream. Loadout data. Looking good. Combat display. Check. Primary weapons. Charged up. Ready to take down TIEs. Throttle and boost. Good to go. Hull integrity. Never better. You're welcome. All systems go. Vanguard 5, you are clear for launch. Good luck out there. Godspeed. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt echt noch mal ein bisschen hier ranhalten. Noch mal ein bisschen auf die Tube drücken. I'm with you. Away we go. Stay close, Vanguard 5. Ah, da habe ich auch einen Y-Wing dabei. Seht ihr hinten rechts, hinter Akbar? Ne, Ardo.
nicht merkbar. Regroup at Cavis once you find our missing pilots, all right? See you soon. Good luck, you two. Our jump point's just ahead. Und ich muss sagen, das Springen an sich gefällt mir in Rebel Outlaw Galaxy auch besser, weil man da die Möglichkeit hat, ohne Ladezeiten, ohne Cutscenes zu springen und sozusagen sich das in Echtzeit anzugucken. Und das hätte ich mir hier eigentlich auch gern gewünscht. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach. Das ist halt eine Forderung, die einfach mal das ganze, die ganze Art, wie das Spiel aufgebaut ist, in Frage stellt. Und deswegen ist es okay. Nee, halt echt nicht, ne? Kann ich mir immer wieder angucken. Ach, toll. Schon leider zu schnell vorbei. Let's go. No scouts showing on sensors. You got anything, Grace? Negative. We've got to be able to find someone out here. Wait. I've got a Republic signal. Temperance, we may have found them. Heavy interference. Gunny and Kia will take care of that shortly. We should investigate the signal and regroup with them. I hope the scouts are all right. Me too, Grace. Me too. There's our target. Let's slow it down. Nein! Oh, heck. Our scouts didn't make it. Empire must have found them first. If that's the case, where is the Empire? Vanguard 5, scan the debris. Das hat zum Glück keiner gesehen. Bin ich beinahe einfach so durch die Überreste geflogen. So, ich scanne. Target the wrecking flows in. We can't let our allies die in vain. Such brutality. Even their astromech got dusted. Ah, oh, so gemein. Sie haben sogar die Maschine zerstört. Someone really didn't want these scouts getting home. Hey, I'm picking up a second signal. Let's check it out. Follow me. I hear you. Something's not right. If we're lucky, something survived the attack. Stay ready for anything. Wait. That's not a New Republic signal. It's Imperial. Oh, shit. We're being ambushed. TIE fighters, incoming! Da bin ich jetzt aber ganz schön dumm gegengefahren, geflogen. Das habe ich nicht kommen sehen, dass der so schnell ist. Confirmed. I'm hit. Okay, so, das hätten wir. Nice shoot. Cosanti's toast. Shoot down those ties, Vanguard 5. Ich bin ja dabei, ne? Ist ja nicht so einfach. That's how it's done. Ach, da ist noch einer.
TNT must have been support for the Empire's jamming ships. If we scan the wreckage for its last known trajectory, it could lead us to the jammers. That's a heck of an idea. Vanguard 5, scan the debris and we'll watch your back. Ich hab das doch eben schon gebrannt, gescannt. Ah, verscannt. Na komm. That's it. Nice work, Vanguard 5. Let's see. Their path is leading them toward Gunny and Keel's coordinates. If we're quick, maybe we can cut off the Empire before they find our friends. Marking coordinates. Hopefully they don't know we're coming. Let's do this right for the scouts we lost. Lead the way, Vanguard 5. Okay. Ein letzter Sprung und dann muss ich leider aufhören. Okay, na, dann mach mal. Raketen ausweichen, ja. Ich hab doch schon gedrückt. Ich drück doch. Ach ja, ich hab ja gar kein Entkommen. Ich hab normalerweise, eine Flare oder so raushauen, die dann die Rakete ablenkt. In die Triebwerke. Passt. Komm, wir haben es doch gleich. 1-0, okay. Und schnell ein bisschen weg. Abhauen, bevor es Ärger gibt. Ah, guckt's euch an. Ah ja, okay, Arbeit. Es gibt immer was zu tun. Ja, okay, den nehme ich, hole ich noch. Ja, nicht ganz. Nein! Gib mir noch Zeit! Bitte gib mir noch Zeit! Ich will dich doch alle machen! Das ist so dämlich! Aber es funktioniert! Kaputt ist er! Die Mission ist gelöst! Alles, was ich wollte, ist, dass dieser Jäger hier im Arsch ist. Alles muss man sich selber schenken. Ihr hättet ruhig auch mal was tun können. Die Punkte für das Missionsziel, die hätte ich auch einsammeln können. Ihr seht, alles ist im Arsch, alles qualmt aus dem letzten Loch, aber das reicht noch. Das war ein Fehler, auf mich zuzufliegen. Du rennst doch nicht auf den Bullen zu. Oh, der hat eine Rakete, das ist nicht gut. Ich mach mal schnell alles auf Schild. Gott. Ja, ihr seht es schon, ständig Ärger. Immer muss irgendwer gerettet werden oder zerstört werden. Das werde ich jetzt kurz noch machen, einfach nur damit ich den Spielstand an der Stelle noch habe, da ich ja gerade meinen alten Spielstand gekillt habe, wenn ich das richtig verstehe. Deswegen nochmal schnell diese kleine Sequenz abwarten, zum Treffpunkt fliegen und zur Hilfe kommen. Das machen wir noch. So, jetzt sind wir aber auch wirklich am Ende. Kurze Szenen noch, die Spaß machen. Und dann muss ich leider schon wieder
Ja, was heißt leider, ne? Dann wird im Multiplayer gespielt. So. Da, bevor jetzt hier der große Kampf weitergeht, hau ich lieber ab. Und zwar sowohl im Spiel als auch in echt. Ich gehe jetzt nämlich hoch und spiele den Multiplayer-Modus. Bin sehr gespannt. Es gefällt mir. Es ist nicht der beste Singleplayer. Ich habe es auch schon bei Game Talk gesagt. Mir gefällt Rebel Outlaw Galaxy immer noch einen Ticken besser. Aber da kriegt man natürlich nicht das 100%ige Star Wars-Feeling. Das kriegt man hier. Dafür eben auch manchmal ein bisschen langweilige Gespräche oder ein bisschen banale Sachen, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nur, um die Fans zufriedenzustellen und die Illusion von einer lebhaften Welt zu erzeugen. Aber für mich ist es okay, ich kann damit leben, ich kann damit Spaß haben. Im Multiplayer weiß ich es noch nicht, sehe ich ja jetzt erst, aber ich glaube, das ist auch richtig nice. Ob es dann lange hält, der Singleplayer nicht, das ist klar. Ob der Multiplayer lange hält, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ich würde euch raten, euch das mal anzugucken und zu gucken, ob es euch gefällt. Mir hat Spaß gemacht. Bis dann, Leute. Und tschüss.